Ich bin der Ferdinand und ich mache ein freiwilliges soziales Jahr in Verbindung mit einem Ordensjahr im Kapuzinerkloster Wiener Neustadt. Nach meiner recht stressigen Schulzeit wollte ich ein Jahr ganz Gott widmen, was mich dazu bewegt hat, mich zu informieren, wie ich ein Jahr in einem Kloster verbringen kann. Da bin ich recht schnell auf dieses Angebot in Wiener Neustadt gekommen. Meine Hauptaufgabe ist die Kinder- und Jugendarbeit des Klosters. Das betrifft vor allem die wöchentliche Kinderstunde. Hier kommen jede Woche 15 bis 20 Kinder und Jugendliche zusammen, um über den Glauben zu lernen, miteinander zu spielen und Spaß zu haben. Sonstige Aufgaben hängen immer von den Fähigkeiten und Talenten des FSJlers ab. Ich zum Beispiel befasse mich sehr mit Technik und Musik. Ich habe hier Orgelspielen gelernt und wenn wir Andachten haben oder bei Hochfesten spiele ich in der Kirche Orgel und diverse Plakate stelle ich auch zusammen. Wie die anderen Brüder auch helfe ich im Haushalt mit, das heißt, ich habe meinen Bereich, den ich aufräume und putze. Nach dem Mittagessen helfe ich beim Abwaschen, gelegentlich helfe ich beim Kochen. Und wenn der Bruder Przemek nicht da ist, helfe ich auch bei den Eseln. Das heißt, füttere sie und miste den Stall aus. Ich helfe im Garten, zum Beispiel Rasenmähen oder arbeite etwas in der Werkstatt. Das dreimal tägliche Stundengebet war für mich eine Neuigkeit, das habe ich davor noch nicht so gekannt. Aber es war sehr interessant für mich, einmal die Psalmen näher kennenzulernen und zu lernen, wie Ordensbrüder beten. Dieses Jahr hat mir sehr geholfen, mich in meinem Leben zu orientieren. Ich habe mich zum Beispiel für ein Studium angemeldet, aber ich habe auch sehr viele nette Menschen kennengelernt, viele Bekanntschaften geschlossen, die ich auch weiterhin über dieses Jahr hinaus pflegen werde.